Mein Name ist Marc Biadatz. Seit 2017 bin ich Ihr direkt gewählter Bundestagsabgeordneter für unsere Heimat, den Landkreis Böblingen. In Böblingen bin ich geboren und zur Schule gegangen. In Stuttgart habe ich studiert. In Böblingen und Sindelfingen gearbeitet. Ich kenne die Region. Hier ist der Lebensmittelpunkt von mir und meiner Familie. Deshalb ist es mir eine Ehre und Freude, unsere Heimat und die Interessen der hier lebenden Bürgerinnen und Bürger seit 4 Jahren im Deutschen Bundestag zu vertreten. Mein politischer Kompass ist von Mut und Optimismus geprägt. Das Vertrauen in uns Menschen und in die Zukunft geben mir die Kraft, um gemeinsam politische Lösungen für die großen gesellschaftlichen Herausforderungen zu finden. Jetzt geht es darum, die Weichen richtig zu stellen. In der Zeit nach der Pandemie müssen wir die Arbeitsplätze in einer digitalen Arbeitswelt sichern, die Chancen der Digitalisierung in allen Lebensbereichen besser nutzen und unsere Demokratie stärken. Mich beschäftigt vor allem die Frage, wie wir in Zukunft leben und arbeiten werden. Für die CDU-CSU-Bundestagsfraktion bin ich Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales, im Ausschuss Digitale Agenda und im Petitionsausschuss. Es gibt große Aufgaben, die wir in diesem Modernisierungsjahrzehnt anpacken müssen. Wir müssen dem Fachkräftemangel entgegenwirken, indem wir Deutschland attraktiver für gut ausgebildete Fachkräfte machen. Wir müssen die Digitalisierung vorantreiben, im Staat und der Gesellschaft. Unser Staat muss agiler und digitaler werden. Ich will mich dafür einsetzen, dass wir die Chancen, die uns die Digitalisierung und Zukunftstechnologien wie künstliche Intelligenz bieten, nutzen, um unseren Wohlstand zu sichern. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass weiterhin die Zukunft der Mobilität hier bei uns im Landkreis Böblingen erforscht, entwickelt und produziert wird. Dazu müssen wir technologieoffen in Innovationen investieren, sodass sich in unserer Heimat ein Cluster aus Startups im Bereich der klimaneutralen Mobilität entwickeln kann. Wir müssen den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken, indem wir das Ehrenamt fördern, unsere Einsatzkräfte unterstützen und uns für eine generationengerechte Politik einsetzen. Ich bin in die Politik gegangen, weil ich überzeugt davon bin, dass unsere Gesellschaft dann am besten ist, wenn jeder Einzelne seine Fähigkeiten frei entfalten kann. Welche innovativen Kräfte das freisetzen kann, sehen wir bei uns im Landkreis der Tüftler und Denker jeden Tag. Eine gute Politik muss alle im Blick haben. Für mich heißt das, dass ich immer nah an den Menschen in unserer Heimat bin, um ihre Ideen, Wünsche und Kritik mit nach Berlin in den Deutschen Bundestag zu nehmen. Ich komme von hier und ich möchte auch in Zukunft den Landkreis Böblingen in Berlin vertreten, mit Mut und Optimismus. Mein Name ist Marc Biadatz. Ich bin Ihr Bundestagsabgeordneter für unsere Heimat, den Landkreis Böblingen. Ich bitte um Ihr Vertrauen bei der Bundestagswahl am 26. September.